Dunkle Geheimnisse des Vatikans, die uns seit Tausenden von Jahren verborgen bleiben. Eine riesige zeitliche Lücke in der geologischen Aufzeichnung unseres Planeten. Oh shit. Als die Gletscher zurückgingen, geriet ein großer Teil der Erdgeschichte in Vergessenheit. Und dass da immer wieder Sachen auftauchen auch, die eigentlich dann dem widersprechen würden, was so anerkannte Wissenschaft ist so. Und leider werden Leute, die jetzt anfangen, Theorien aufzustellen oder zu sagen, ey, es könnte auch eventuell so gewesen sein, immer direkt so als dumm abgetan und das wird nicht richtig ernst genommen so. Wenn wir so eine Wissenschaft haben, die nicht zulässt, dass man noch neue Theorien aufstellt, dann kann man nie irgendwann auf die Wahrheit kommen, weißt du? Wie hat es der Vatikan geschafft, Kapitel unserer Geschichte über tausende Jahre lang zu fälschen? Krass. Heribert Illig sagt, dass der Kaiser die Karolinger völlig erfunden hat, indem er 300 zusätzliche Jahre in die Geschichte einfügte. Einfach 300 Jahre kurz von Seite mit eingefügt, so. 1929. Und nur unter enormem öffentlichen Druck gab die Kirche schließlich zu, dass sie 15 Jahrhunderte lang ein gefälschtes Papier benutzt hatte, um die Karte Europas nach ihrem Geschmack zu gestalten. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und dem ganzen Chat auf Twitch mal wieder. Oben seht ihr schon die ganzen Herzen, die reingefetzt werden. Das ist der einzig wahre Love-Stream, die einzig wahre Love-Gang. Liebe geht raus. Fellas von Twitch, lasst mal hier bei YouTube jetzt auch mal einen Kommentar da. Macht euch bemerkbar, dass ihr aus der Twitch-Community seid. YouTube-Community, ich liebe euch natürlich auch. Die Community auf YouTube wächst auch immer mehr. Kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Link natürlich unten in der Beschreibung. Discord auch unten verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und wir gehen für heute in den ersten Peter rein, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und zwar heißt der Peter heute, dunkle Geheimnisse des Vatikans, die uns seit Tausenden von Jahren verborgen bleiben. Miese Recherche heute wieder. Mal wieder ein Video über den Vatikan. Wir haben uns schon mal ein Video über den Vatikan reingezogen. Im August. Aber ich glaube, hier kann man nochmal ein paar andere Informationen erwarten. Und deswegen gehen wir jetzt auch da wieder rein. Vatikan, eine sehr dubiose Geschichte. Ich glaube, dass die echt da ganz komische Machenschaften am Laufen haben. Und ich glaube nicht, dass der Vatikan wirklich was mit Gott zu tun hat, sondern mit Geld und Macht. Und deswegen gucken wir uns auch das Video wieder an. Ja, Mann, ich hoffe, ihr genießt es. Und jetzt würde ich sagen, ab geht der Peter, man. Und los. Im August 1869 leitete der autodidaktische amerikanische Geologe John Wesley Powell eine wissenschaftliche Expedition im Bundesstaat Wyoming. Wyoming, man. Er konnte nicht ahnen, dass sein Team dabei die große Diskrepanz, eine riesige zeitliche Lücke in der geologischen Aufzeichnung unseres Planeten entdecken würde. Oh shit. Als Powell eine der Klippen hinaufschaute, sah er, dass die massiven kristallinen Felsen nicht in den üblichen horizontalen Schichten angeordnet waren, sondern fast senkrecht. Als hätte jemand ein Stück Erde weggenommen und die verbleibenden Teile aufgeschichtet, als ob nichts weiter geschehen wäre. Weitere Erkundungen zeigten, dass die untersten Schichten bis zu 425 Millionen Jahre alt sind. Was? 425 Millionen Jahre alt? Während das Gestein direkt über ihnen fast 80 Millionen Jahre jünger ist. Und das war's. Dazwischen gab es nichts. Heutige Wissenschaftler streiten sich immer wieder über den Ursprung dieses Phänomens. Aber die meisten von ihnen neigen dazu zu glauben, dass die marinoische Zeit schuld war. Während dieser Zeit bildete sich eine dicke Eiskruste auf der Erdoberfläche. Okay, krass, das ist interessant, Freunde, ja? Die sich dann neue Gesteine schichteten. Doch als die Gletscher zurückgingen, geriet ein großer Teil der Erdgeschichte in Vergessenheit. Das ist kein Einzelfall. Oft lassen sich die zeitlichen Ungereimtheiten nicht einmal erklären. Wenn sich das Problem auf die Felsen von Wyoming... Aber die Effekte sind schon geil, Digga, sag ich dir ehrlich, das baut so eine heftige Spannung auf, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das mit diesen Sachen, die passiert sind in der Vergangenheit und dass da immer wieder Sachen auftauchen auch, die eigentlich dann dem widersprechen würden, was so anerkannte Wissenschaft ist so, das ist halt krass, Digga, und das wird auch immer so bleiben, glaube ich, weil wir halt nicht da waren und nicht genau wissen können, was da los war so. Und leider werden Leute, die jetzt anfangen, Theorien aufzustellen oder zu sagen, ey, es könnte auch eventuell so gewesen sein, immer direkt so als dumm abgetan und das wird nicht richtig ernst genommen so. Ich glaube, wenn wir so eine Wissenschaft haben, die nicht zulässt, dass man noch neue Theorien aufstellt, dann kann man nie irgendwann auf die Wahrheit kommen, weißt du? Schränkt, mag es nicht sehr wichtig erscheinen, aber es ist schwer gleichgültig zu bleiben, wenn die Kohärenz der gesamten Menschheitsgeschichte plötzlich in Gefahr gerät. In diesem Video...
Digga, Alter, diese Videos von ihm sind echt wild, ne? Fest. Wohin sind drei Jahrhunderte des Mittelalters verschwunden? Wie hat es der Vatikan geschafft, Kapitel unserer Geschichte über tausende Jahre lang zu fälschen? Könnte es einen uralten Atomkrieg gegeben haben, von dem wir noch nie etwas gehört haben? Ich hatte ja mal auf ein Video von ihm reagiert auch, wo es genau um diesen Atomkrieg ging. Das habe ich hochgeladen bei YouTube und da war eigentlich nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, Alter, das muss jetzt demonetarisiert oder gesperrt werden. Ich konnte das Video einfach nicht hochladen, Digi. Die haben das einfach nicht zugelassen, dass ich dieses Video hochlade. Why? Welche chronologische... Ja, diese Cancel Culture macht unseren Fortschritt voll kaputt. Voll Silverlight. Brutal. Es wird nicht mal zugelassen, dass du andere Theorien aufstellst, Digi. Das ist so traurig. Widersprüche lassen Zweifel an der anerkannten Geschichte der Menschheit aufkommen. Aber ich sag dir auch, so wie es ist, damals, als es noch kein YouTube etc. gab, ne? Also solche Videos zum Beispiel, solche Informationen konntest du damals nicht verbreiten. Weil wenn du damals nicht im Fernsehen stattgefunden hast, so, dann hast du nicht stattgefunden, weißt du? Und heutzutage haben wir halt diese Medien und wir können die nutzen und unsere Theorien verbreiten. Und natürlich wird auch hier und da zensiert, aber trotzdem gibt es diese Videos auf YouTube und das finde ich schon eine geile Entwicklung. Also diese Entwicklung von Social Media, YouTube und andere Plattformen, auch Rumble und so, hat Vor- und Nachteile. Also wir sind, glaube ich, was Informationen angeht aktuell, schon sehr weit. Weißt du, so frei war es noch nie gewesen. Wissenschaftler sind sich immer noch nicht einig über die genaue Zeitlinie des Mittelalters. Einige Wissenschaftler sind sich nicht einmal sicher, ob fast die Hälfte dieser historischen Periode wirklich stattgefunden hat. Im Jahr 1990 deckte der deutsche Historiker Hilbert Illich eine uralte Verschwörung auf, die die gesamte Menschheitsgeschichte verändern könnte. Was? Erzähl mal. Ganz am Ende des 10. Jahrhunderts nach Christus beschloss der heilige römische Kaiser Otto III., die Kontrolle über Italien zurückzugewinnen. Einige Jahrzehnte zuvor waren diese Gebiete erobert worden von den Lombarden, ein altes germanisches Volk. Der in Frankreich geborene Bischof Gerbert von Aurillac bot Otto III. Seine Hilfe an. Daraufhin erreichte der Kaiser das gewünschte Ergebnis und dankte seinem Verbündeten für die Unterstützung, indem er ihn zum neuen Papst wählen ließ, Silvester II. Was? Papst Silvester, Digga, krass. Das für eine besondere Gunst, die der Kaiser erwidern wollte. Als die Territorien zurückerobert wurden, behauptete Otto III., er sei sehr eng mit der karolingischen Dynastie, die zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert nach Christus über weite Teile Europas herrschte. Es wird heute angenommen, dass diese königliche Familie und insbesondere eines ihrer Mitglieder, Karl der Große, den Verlauf der mittelalterlichen Ereignisse stark beeinflusst hat. Karl der Große war genau die Person, die eine Menge ungleicher Stämme zu einem einzigen Staat vereinigte, der als das Fränkische Reich entstand. Otto III. Bestand darauf, dass er nun die historische Gerechtigkeit wiederherstellen wollte, obwohl, Heribert Illich sagt, dass der Kaiser die Karolinger völlig erfunden hat, indem er 300 zusätzliche Jahre in die Geschichte einfügte. Und Papst... Guck mal, sowas... Einfach 300 Jahre kurz von Seite mit eingefügt, so... Digga, das Ding ist, ich kann mir sowas echt vorstellen, dass Leute einfach gesagt haben, so, okay, Geschichtsschreibung sieht jetzt nicht so geil aus, ist jetzt nicht unbedingt so vorteilhaft für unsere Kultur gerade oder für unser Volk so. Lass mal einfach kurz 300 Jahre noch so machen, von rechts, und dann sieht es in Zukunft für die Leute, für die nächsten Generationen, sieht dann einfach harmonischer aus, wenn ich das so sagen darf. Bro, stell dir vor, die haben das echt so gemacht, ja. Scheiße. Silvester II. Förderte diese Idee. Und vor allen Dingen, du musst so überlegen, auch das, was jetzt aktuell passiert, da bin ich auch mal gespannt, ne? Weil wir befinden uns gerade an einem Scheideweg, so. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, die nächste, also wir jetzt alle, die im Stream zugucken und ich, wir werden auf jeden Fall noch miterleben, wie die Welt, also es werden krasse Dinge passieren. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, so. Und da bin ich auch echt gespannt, wie das dann in den nächsten Generationen diskutiert wird. Aber da, deswegen sitzen wir auch hier und deswegen mache ich auch diese Sachen so, damit es wenigstens Material gibt, falls sie das nicht löschen. Wo auch,
andere Stimmen, so andere, weißt du, wie ich meine, wo auch andere Perspektiven gezeigt werden. Weil wenn die dann einfach nur im Archiv bei ARD oder so gucken, Digi, dann hast du halt nur den ganzen Scheißdreck, was die verbreitet haben, so weißt du. Erst wurde diese scheinbar verrückte Theorie von der wissenschaftlichen Gemeinschaft abgetan, aber wenig später tauchten starke Beweise auf, die sie untermauerten. Archäologen haben schon lange einen überraschenden Mangel an Funden bemerkt, die auf die Zeitspanne zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert nach Christus zurückgehen. Wir haben bereits hunderte von Artefakten gefunden, die vor und nach dieser Zeit entstanden sind. Allerdings wurden nur sehr wenige Gegenstände in der Karolingerzeit hergestellt und Experten sind sich immer noch nicht sicher, ob sie ihr Alter richtig bestimmt haben. Außerdem haben die Historiker noch keine eindeutige Erklärung dafür, warum wir in Westeuropa so viele bemerkenswert alte Gebäude sehen können. Das ist San Sisto, eine Kirche in der italienischen Stadt Pisa. Man nimmt an, dass sie im frühen 11. Jahrhundert erbaut wurde. Trotzdem sieht ihre Fassade eher wie vorromanische Bauten aus. Mit anderen Worten, die Gebäude, die 300 Jahre zuvor in Europa entstanden waren. Normalerweise entwickeln sich Architekturstile relativ schnell weiter und lösen sich gegenseitig ab. Zum Beispiel, die frühgotischen Gebäude sind kaum mit der sogenannten extravaganten Phase der spätgotischen Architektur vereinbar. Dieser dramatische Wandel vollzog sich jedoch innerhalb eines einzigen gotische Gebäude. Ist der Kölner Dom auch so ein Ding? Jahrhunderts. Der Kölner Dom ist auch heftige Vibes, ne? Sag ich dir ehrlich, Alter. Wo ich da zum ersten Mal war und mir das so reingezogen habe bei Nachtdecker, das hat mir so ganz so creepige Vibes gegeben, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber schon mächtig so. Krass, ne? Was so eine Gebäude dir einfach für eine Energie geben können. Warum scheint es dann so, als hätte sich die Architektur zu Beginn des Mittelalters überhaupt nicht weiterentwickelt? Leider können uns nicht einmal verlässliche historische Beweise helfen, dieses Geheimnis zu lüften. 1986 fanden die Teilnehmer einer archäologischen Konferenz in München heraus, dass über die Hälfte der mittelalterlichen Dokumente Fälschungen waren. Krass! Über die Hälfte der mittelalterlichen Dokumente Fälschungen. Genauer gesagt, Decretales Isidorianea oder Pseudo Isidor. Eine Reihe von Werken. Weißt du, wenn du so guckst, Digga, was willst du denn noch glauben? Weißt du, gerade von Geschichtsschreibung und von der Vergangenheit. Was willst du noch glauben, Bro? Ich sag dir ehrlich, Bro, die Erde ist flach. Jetzt habt ihr einen Clip, Digga. Römische Bischöfe verherrlichten. Angeblich wurden sie im 6. Jahrhundert geschrieben. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten jedoch, das Vorhandensein von Pigmenten, die unmöglich vor dem 9. Jahrhundert nach Christus verwendet worden sein können. Ist es wirklich wahr, dass alles, was man uns über das Mittelalter beigebracht hat, eine Lüge war? Aber wirf nicht gleich alle deine Geschichtsbücher aus dem Fenster, denn alle Beweise für Heribert... Geschichtsbücher aus dem Fenster, meine lieben Freunde. Fenster it out, man, Alter. Hey, das war Spaß, ne? Mit der Erde. Weder noch, Bro. Yassin, ich küsse dein Herz. Theorie sind bestenfalls indirekt. Anstatt gefälscht zu sein, könnten die Papiere auch erst viel später umgeschrieben worden sein. Schließlich passierte das Gleiche oft mit mittelalterlichen Handschriften. Was die archäologischen Funde aus der karolingerischen Zeit angeht, so wird ihre Zeit vielleicht erst in der Zukunft kommen. Außerdem stimmt das Konzept des Phantommittelalters in Europa nicht mit der Geschichte der restlichen Welt überein. Vom 7. bis zum 10. Jahrhundert nach Christus blühte China unter der Tang-Dynastie auf, die sich sehr um die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des Landes kümmerte. Außerdem dehnte China in dieser Zeit seine Grenzen erheblich aus, sodass wir diesen Zeitraum nicht einfach aus der Geschichte streichen können. Aber auch wenn Heribert Illichs Theorie nicht fehlerfrei war, gelang es ihm, die Aufmerksamkeit der Experten auf einige andere Ungereimtheiten zu lenken und sie an der Echtheit vieler Artefakte und Dokumente zweifeln zu lassen. Und einige von ihnen waren viel wichtiger als diese 300 Jahre. Der Vatikan... What the fuck, bro? Einige von ihnen waren viel... Gib mir die Alien-Vibes, bro. ...wichtiger als diese 300 Jahre. Tschüss, jetzt sind wir da, Bruder. Miese Recherche geht los, Freunde. Aluhüte, Alien-Aluhüte in den Chat und los. Der Vatikan ist bekannt dafür, dass er versucht, Fakten zu manipulieren. Aber es gibt einen Fall, der offenbar 1500 Jahre lang das Schicksal des gesamten europäischen Kontinents beeinflusst hat. Im frühen 4. Jahrhundert erreichte das Oströmische Reich eine nie dagewesene Blütezeit.
Kaiser Konstantin der Große war der erste Herrscher, der das Christentum zur vorherrschenden Staatsreligion machte. Doch die Verfolgung eines solchen Ziels bewahrte den Kaiser nicht davor an Lepra. Der Arrow 1333 sagt, in fast allen Religionen ist sie flach und hat ein Firmament. Zufall? Fragezeichen? Echt, ja? Steht da was, also steht dazu was in der Bibel drin, zu der Form der Erde? Zu der Form der Erde? Ich küsse dein Herz. Erkrankten. Die Ärzte waren machtlos und die Zukunft von Hunderten von Christen stand auf dem Spiel. Doch dann geschah ein Wunder, und zwar dank Papst Silvester dem Ersten. Es heißt... Papst Silvester, Digga. Silvester, erinnere mich. Glaubst du, es gibt Außerirdische im Universum? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Lebewesen gibt außerhalb der Erde. So. Ob das jetzt so eine Aliens sind, wie die uns verkaufen, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Also Hollywood und sowas, die uns da verkaufen, das glaube ich natürlich nicht. Aber ich kann mir, keine Ahnung, Alter, selbst wenn es nur irgendwo ein Planet ist, wo Würmer sind und so. Also ich glaube auf jeden Fall, es gibt Leben auf einem anderen Planeten außerhalb der Erde. Definitiv, Bruder. Safe. Bin ich mir sicher, Digga. Gestern habe ich mir so ein Video reingezogen. Ah, das ist ein anderes Thema. Das kann ich nochmal später erklären. Dass seine Gebete Kaiser Konstantin heilten, als dieser bereits mit einem Fuß im Grab stand. Wenn du also denkst, dass die Gesundheitskosten in deinem Land zu hoch sind, solltest du wissen, dass Konstantin Silvester dem Ersten so dankbar war, dass er seine Macht und seine riesigen Gebiete an den Papst abtrat. Silvester war jedoch nicht bereit, diese Art von Verantwortung zu übernehmen und gab die Macht zurück. Das war die Geschichte, wie sie in der Mitte des 8. Jahrhunderts von Papst Stephan II. An Pippin den Kurzen, König der Franken, weitergegeben wurde. Der Pontifex bestätigte seine Worte sogar mit einem entsprechenden Dokument, die Schenkung Konstantins. Mit ihrer Hilfe wollte Stephan II. Gebiete an sich reißen, die Pippin der Kurze kurz zuvor erobert hatte. Der Papst behauptete, da Silvester I. seine Weigerung, die Schenkung anzunehmen, nicht offiziell dokumentiert hatte, gehörten alle im Dekret erwähnten Ländereien immer noch rechtmäßig der Kirche. Pippin der Kurze konnte nicht viel dagegen einwenden, weil er nicht lesen konnte und daher nicht verstand, was in dem Dokument stand. Daher hatte er keine andere Wahl, als Stephan II. Zu gehorchen. Wenn er den Text lesen könnte, wäre er wahrscheinlich erstaunt über einige Zeilen wie die, die dem Papst das Recht einräumen, den König zu seinem Bräutigam zu machen. Diese schamlos kreativen Punkte gab es aus einem einfachen Grund. Das Dokument war eine Fälschung. Das hielt die Kirche jedoch nicht davon ab, das gefälschte Dekret in den folgenden Jahrhunderten zu benutzen und sich gelegentlich Landstücke anzueignen. Nach und nach übernahm der Vatikan die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil Mittelitaliens, einschließlich Rom und seiner Umgebung, Video. Sowie Regionen wie Emilia-Romagna, Umbrien, Latium und Marken. Im späten 16. Jahrhundert, als Kardinal Causal Baranois erkannte, wie widersprüchlich die Schenkung Konstantins war und wagte, darüber zu sprechen, wurde er schnell zum Schweigen gebracht. Es mag verrückt klingen, aber erst 1929 und nur unter enormem öffentlichen Druck gab die Kirche schließlich zu, dass sie 15 Jahrhunderte lang ein gefälschtes Papier benutzt hatte, um die Karte Europas nach ihrem Geschmack zu gestalten. Wow, Digga, das ist... das ist ein hartes Date. Hört euch das nochmal an, lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, bitte. Gab die Kirche schließlich 1929... 1929. Und nur unter enormem öffentlichen Druck gab die Kirche schließlich zu, dass sie 15 Jahrhunderte lang ein gefälschtes Papier benutzt hatte, um die Karte Europas nach ihrem Geschmack zu gestalten. Überleg dir das mal alleine. Alleine diese Aussage, die er jetzt da gerade getätigt hat, so, ne, und dass die Kirche das selber zugegeben hat. Dass das schon so viel Spielraum für Vermutungen, was eventuell noch alles gelenkt, gesteuert und verändert wurde, von der Kirche oder vom Vatikan, dass du wirklich echt dann, wenn du mies in die Recherche reingehst, irgendwann da sitzt und sagst, was soll ich denn eigentlich noch glauben, Kinders? Was soll ich euch noch glauben? Wie auch immer, der Vatikan musste alle gestohlenen Gebiete zurückgeben und jetzt besetzt er weniger als einen halben Quadratkilometer. Aber was, wenn die konstantinische Schenkung nur die Spitze des Eisbergs ist? Die Vatikanstadt hat immer noch das geheime apostolische Archiv, das fast unzugänglich bleibt. So, wer weiß, was da noch für Informationen schlummern, mein lieben Freunde. Du darfst
ist nicht. Da müssen wir einbrechen. So. Let's get it in, Alter. Love Stream. Einfach rein da in den Vatikan. Selbst wenn du ein Journalist bist, der für eines der größten Medienunternehmen der Welt arbeitet, oder ein Student, der eine Arbeit über die Geschichte der katholischen Kirche schreibt. Die einzigen Außenstehenden, die ihr Glück versuchen können, sind Wissenschaftler im Alter ab 75. Außerdem kann jeder Gelehrte nur 3 angeforderte Artikel mitnehmen. Wenn er mehr Texte lesen will, muss er das komplizierte Verfahren, eine Zugangskarte zu bekommen, noch einmal wiederholen. Das geheime Archiv mag dokumentarische Beweise dafür verbergen, was im... Digga, da in diesem Archiv vom Vatikan, da ist auch die Wahrheit über Jesus verborgen. Sag ich dir so, wie es ist. Da ist die Wahrheit über Jesus verborgen. Die wollen nicht, dass wir das wissen. Safe. Alter zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert wirklich geschah. Aber was, wenn es sich bei diesem gut gehüteten Geheimnis nicht nur um die Geschichte einer bestimmten Epoche handelt, sondern um einen ausgewachsenen Atomkrieg? Könnte eine der alten Zivilisationen Waffen besitzen, die alles andere als unsere modernen Vorstellungen und Erwartungen an sie waren? Im Jahr 1829 entdeckte Charles Masson auf einer Reise durch das heutige Pakistan die Überreste einer antiken Stadt namens Harappa. Ausgrabungen zeigten, dass die ersten Siedlungen dort entstanden im 4. Jahrtausend vor Christus. Und doch gab es eine Sache, die die Forscher noch mehr überraschte als das Alter der Ruinen. Alle Straßen von Harappa wurden nach dem gleichen Prinzip gebaut, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Das geschah nicht nur aus ästhetischen Gründen. Es verschaffte den Bürgern auch Zugang zu fließendem Wasser. Tausende von Jahren vor unserer Zeit hatten die Bewohner von Harappa etwas Beeindruckenderes als Toiletten. Sie hatten ihre eigenen Swimmingpools. Und nicht nur das. Forscher fanden heraus, dass es auf dem Hauptplatz der Stadt ein öffentliches Badehaus gab, dessen Böden und Außenwände mit Harz beschichtet waren, um sie... Digga, die waren... Digga, ey, ich würde mir gerne so gerne in der Zeit zurückreisen, ne? Sag ich dir ehrlich, Alter. Einfach zurückreisen in der Zeit und sich das geben. ...zu machen. Vergiss nicht, dass wir über die Zeit vor den ägyptischen Pyramiden sprechen. Also zu einer Zeit, als andere Menschen nichts Haltbareres bauen konnten... Leon hat doch safe Kontakt zu Aliens und kommt dann wissen, wovon wir nur träumen können. Digga, jeder kommt an Wissen, von dem viele Leute nur träumen können, wenn du einfach viel meditierst, so, weißt du? Wenn du dich connectest mit dem Göttlichen, so. Und ja, ich bin ein Alien. Ich komme von einem anderen Planeten. All diese Dinge, die die Erwartungen der Archäologen übertrafen, waren die Errungenschaften der Indus-Tal-Zivilisation. Eine der geheimnisvollsten und am wenigsten erforschten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte. Aber warum wissen wir so wenig über die Menschen, die ihrer Zeit so weit voraus waren? Könnten die Mitglieder der alten Zivilisation über das Wissen verfügen, das einige unserer Zeitgenossen immer noch versuchen, vor uns zu verbergen? Im Jahr 1300 vor Christus. Ich glaube wirklich, dass es so ist. Ich schwöre es dir. Ich glaube, es gibt halt ein Wissen auch über unsere Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, wenn die Menschen das halt erfahren würden, dann würden die halt verstehen, was für eine Macht der einzelne Mensch eigentlich hat, so. Gerade mit dem Thema Bewusstsein auch. Und ich glaube, das wird halt bewusst von uns ferngehalten, damit wir halt dann irgendwo, weil wenn du deine Vergangenheit nicht kennst und was Menschen eigentlich für Wesen sind, so, dann ist es auch leichter, dich zu kontrollieren. Und vor allen Dingen, dann weißt du, dann hast du auch kein Problem damit, wenn du den ganzen Tag nur auf TikTok rumscrollst und dir am Abend ein Porno reinziehst und nicht wirklich was aus deinem Leben machst, so, weil du denkst, ja, wir sind eh nur für eine kurze Zeit hier und dann, ich kann eh als Einzelner nichts bewirken und so. Scheiß drauf, Digga, ich mach einfach, weißt du, ich meine, ich mach einfach den Lockeren so. Hörte die Indus-Zivilisation plötzlich auf zu existieren. Wissenschaftler haben lange darüber gerätselt, was der Grund für den Untergang einer so fortschrittlichen Gesellschaft sein könnte. Einige Jersey hat gerade gesagt, ich habe vor ein paar Tagen angefangen zu beten und muss sagen, seitdem fühle ich mich so gut, feier ich komplett, Bro. Liebe geht raus, mach weiter damit. Es sei eine Naturkatastrophe gewesen und andere nahmen an. Es den einfallsreichen Menschen einfach die wertvollen Ressourcen ausgingen. Dann entdeckte der Forscher David Davenport etwas, das all diese Annahmen widerlegte. Bei seiner Arbeit an der Ausgrabungsstätte bemerkte er eine Grube, 50 Meter im Durchmesser. Das gesamte Gestein in ihrem Inneren schmolz und verwandelte sich in eine glasartige Substanz.
So etwas kann nur bei sehr hohen Temperaturen passieren. Das ist doch der gleiche Kanal, den wir uns auch reingezogen haben. Da hat er schon mal diese Theorie aufgestellt, dass eventuell in der Vergangenheit schon mal irgendwo eine Atombombe geflogen ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das ist halt eine heftige Theorie, ne? Ich glaube, er will hier gerade wieder auf das Gleiche hinaus. Nicht weniger als 1500 Grad Celsius. Das sah sehr nach den Folgen einer Explosion aus, die so stark war wie eine Atomexplosion. Was noch verblüffender ist, weitere Untersuchungen bestätigten diese scheinbar wilde Hypothese erst, als Archäologen in der Nähe der Ausgrabungsstätte eine Schicht radioaktiver Schlacke fanden. Und als Experten den Strahlungshintergrund einiger Überreste maßen, stellte sich heraus, dass er 50 Mal höher als normal war. Bedeutet das, dass vor mehreren tausend Jahren kriegführende Zivilisationen aktiv Atombomben gegeneinander eingesetzt haben? Im Mahabharata, dem altindischen Epos, findest du Beschreibungen einer gewaltigen Explosion mit der Helligkeit von 10.000 Sonnen, die ganze Bevölkerung in Asche verwandeln konnte. Darin werden auch die Folgen solcher Detonationen ausführlich erwähnt. Die Überlebenden verloren ihre Haare und Zähne und der Boden und die Nahrung wurden verseucht. Was aber, wenn dies nicht nur eine gruselige Geschichte über die Waffen der Götter ist, sondern ein kurzer historischer Bericht über tatsächliche Ereignisse? Und wenn eine alte Zivilisation wusste, wie man Atombomben herstellt, welche anderen Fähigkeiten könnte sie dann haben? Viele indische Keramiktafeln mit geheimnisvollen... Digga, stell dir mal vor, die sind mit UFOs geflogen, Digga. Einfach so, Digga, auf entspannt so. Das sind miese Theorien hier wieder. Inschriften. Also wir sind drin in der Recherche. Bis heute erhalten geblieben. So wie es aussieht, waren diese alten Menschen ziemlich gebildet. Einige Experten glauben, dass die Tafeln Beschreibungen aller wichtigen Erfindungen der Indus-Zivilisation enthalten. Die Indus-Zivilisation. Heftig. Das einzige Problem dabei ist, dass wir noch keinen Weg gefunden haben, diese Schriften zu entziffern. Die einzige Schlussfolgerung, die Wissenschaftler bisher gezogen haben, ist, dass die Sprache dieser Menschen von rechts nach links geschrieben wurde. Das ist nicht viel, oder? Aber kann es sein, dass jemand es tatsächlich geschafft hat, die Tafeln zu lesen und beschlossen hat, niemandem davon zu erzählen, weil die Wahrheit zu schockierend war und all unserem Wissen über die Vergangenheit der Menschheit widersprach? Wer weiß, vielleicht erwähnten diese Artefakte noch etwas anderes als Atomwaffen, wie zum Beispiel einen verlorenen Kontinent, von dem nur wenige moderne Menschen gehört haben. Könnten wir die Existenz eines vollwertigen Kontinents komplett übersehen? Damals, 1642, begab sich der holländische Seefahrer Abel Tasman. Einfach ganzer Kontinent weg. Wer kann sich sowas vorstellen, Chat? Dass es noch einen Kontinent gibt, den wir nicht kennen. Hinter der Eismauer in der Antarktis. Wer könnte sich sowas vorstellen? Sag mal, gib mal eins rein. Eine gefährliche Reise, deren Ziel damals ziemlich absurd klang. Er wollte den siebten Kontinent finden. Tasman wurde von einer sehr einfachen Idee angetrieben. Die südliche Hemisphäre musste eine kolossale Landmasse haben, um ein Gegengewicht zur Größe Eurasiens im nördlichen... Oh shit, Bruder, da ist sie doch lange. ...des Globus zu bilden. Der Seefahrer hielt das erst kürzlich entdeckte Australien für viel zu klein und... Digga, warum hat denn der die Erde jetzt so flach hingestellt? ...ungeeignet für eine so wichtige Rolle. Während seiner Expedition überprüfte er unter anderem oft die Karte, die vom Seemann Piri Reis in 1530 verfasst worden war. Die kennen wir, Bro. Da haben wir uns auch mal ein Video zu reingezogen. Ja, 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 da ist doch der Dajjal auch. Dajjal. In der Antarktis versteckt, Bruder, da. Der Maniac. Hier. Auf der Karte war ein riesiger Kontinent abgebildet, der Antarktis ähnelte. In Wirklichkeit fanden die Europäer das Bild erst viel später, im Jahr 1820. Reis sagte, er habe das Bild aus einem alten Dokument kopiert, gerettet aus der bereits zerstörten Bibliothek von Alexandria. Digga, Leon ist Flacherdler, haha. Wie kommst du drauf, Andrew? Ich küsse deine Seele, Bruder. Die Karte hatte noch... Ich sag doch weder noch. Eine weitere Besonderheit. Ihr zufolge gab es eine kleine Landenge, die den unbekannten Kontinent mit Südamerika verband. Einige Zeitgenossen...
Ich hab keine Angst davor, Digga. Wir können uns gerne mal ein Video dazu reinziehen, Alter. Gelehrte sind der Meinung, dass es sich bei dem vorspringenden Stück Land nur um einen Teil des Kontinents handeln könnte und die Kartografen bei der Kartierung einen Fehler gemacht haben. Aber da die Genauigkeit der Karten entscheidend war und über das Schicksal vieler Seefahrer entschied, warum hat man diese gefährliche Zeichnung nicht beseitigt, sondern sie beibehalten? Aber Tasman hat den verlorenen Kontinent nie gefunden. Der Seefahrer entdeckte nur ein paar Inseln im Pazifischen Ozean, wagte es aber wegen der feindseligen einheimischen Stämme nicht, auf ihnen zu landen. Heutzutage krass, Digga. Wir diese Inseln... Muss das für ein Vibe damals gewesen sein? Neuseeland. Auch bevor überhaupt die ersten Karten gemacht wurden, so diese Welt zu erkunden und so, weißt du, das muss so heftig gewesen sein. Und das war alles andere als ein neuer Kontinent. Doch 2017 unternahm eine internationale Gruppe von Geologen eine Expedition an die Küste von Neukaledonien. Sie wollten die Beschaffenheit des Meeresbodens in der Region untersuchen und stießen dabei auf eine unerwartete Tatsache. Die Meeresbodenproben enthielten Pollen von Landpflanzen und die Überreste primitiver Organismen, die in tiefen Gewässern nicht überleben können. Außerdem stellte sich heraus, dass die Proben eine Menge Schiefer, Sedimentgestein, das einfach nicht auf den Meeresboden gehört, enthielten. Alles deutete darauf hin, dass dieses Gebiet vor langer Zeit einmal trockenes Land war. Aber war es wirklich der verlorene Kontinent? Geologen verglichen ihre Erkenntnisse mit der detaillierten Analyse von Satellitendaten und kamen zu einem sensationellen Ergebnis. Vor etwa 25 Millionen Jahren gab es tatsächlich einen zusätzlichen Kontinent auf der Erde namens Seelandia. Abel Tasman. Oh shit. Ist im Meer verschwunden quasi, oder was? Meeresspiegeltechnisch? Wäre sicher erstaunt, wenn er herausfinden würde. Ist das offiziell oder ist es auch, Dings, geschwurbelt? Er recht hatte. Die Umrisse des alten Kontinents sind immer noch zu sehen, unter einer 2 Kilometer dicken Wassermasse. Aber warum beeilen sich die Wissenschaftler nicht, die Welt von Seelandia zu entdecken? Nun, weil selbst ihre klugen Köpfe nicht verstehen können, wie ein ganzer Kontinent überflutet werden konnte. Sie haben Angst, voreilige Schlüsse zu ziehen, die die gesamte Menschheitsgeschichte verändern könnten. Vielleicht liegt die Antwort in einem anderen geologischen Phänomen, das auf der anderen Seite des Planeten gefunden wurde. Krass, Mann, Alter. Wild, wild, wildes Video auf jeden Fall. Andrew, ich küsse dein Herz, Bruder. Nein, ich bin kein Flacherdler, aber wenn ich einer wäre, würde ich sagen, und ich hätte auch kein Problem damit, das zu sagen, so, weißt du? So. Scheiße, ich. Bro, I don't give a fuck what people think about me anymore, weißt du? Mir ist egal. So. Wenn ich wirklich so denke, dann hau ich das auch raus. Aber ich denke das halt nicht. Noch. Wer weiß, wie tief die Recherche noch gehen wird, meine lieben Freunde, ja? Aber ich diskriminiere auch niemanden, der zum Beispiel sagt, ey, Digga, für mich so und so. Auge der Sahara. Es wurde von Amerikanern... Das Auge der Sahara? Ah, das habe ich schon mal gesehen. ...Noten entdeckt, im Jahr 1965. Diese fast symmetrische Struktur besteht aus vielen konzentrischen Kreisen... Das habe ich schon gesehen, Bro. ...aus freigelegtem Sedimentgestein. Experten streiten sich immer wieder über mögliche Ursachen dieser Anomalie. Aber eines ist sicher, vor etwa 12.000 Jahren war dieser Teil des Festlandes unter Wasser. Denn bei der Untersuchung der Oberfläche des freigelegten Gesteins fanden die Forscher Schichten aus altem Meersalz. Außerdem erlebte die Erde vor etwa 13.000 bis 11.000 Jahren die sogenannte kataklysmische Periode. Wirbelstürme... Kataklysmische Periode... Wichtig. Tsunamis wüteten auf dem ganzen Planeten und überschwemmten vermutlich auch die Sahara. Schon wieder eine Flut. Gleichzeitig ist unklar, warum weite Teile des trockenen Landes im Pazifischen Ozean ebenfalls überflutet wurden, aber nie wieder an die Oberfläche kamen. Vor allem, weil nicht weit von diesem Ort die Osterinsel liegt mit ihren berühmten Riesenköpfen. Archäologen sind seit langem verwirrt von der offensichtlichen Unlogik. Wer und vor allem warum sollte man auf einer winzigen Insel wie diese so gewaltige Monumente bauen? Wenn wir uns aber vorstellen, dass es sich um einen Berg... Krass. Wo ist das? ...auf dem Gebiet des verschwundenen See... Sind nicht die Osterinseln, ne? ...es handelt, erhalten wir ein typisches religiöses Ziel und einen Pilgerort, der von einer geheimnisvollen... Oh, Digga, einfach so eine Gesichter, Bro, ich will da hin. ...alten Gesellschaft errichtet wurde. Ihre Mitglieder könnten die mächtigen Gegner der Indus-Zivilisation sein, die sie mit Atombomben zerstört haben.
All diese seltsamen Ungereimt. Voll die Vibes, Bro. Die auf Karten. Mit diesen Gesichtern und so ist krass, Digi. In historischen Chroniken zu finden sind, warten darauf, dass jemand sie aufklärt. Aber manchmal lassen sich die Suchenden von historischen Irrtümern zu sehr mitreißen. Der russische Wissenschaftler Anatoli Fomenko setzt zum Beispiel ein riesiges Fragezeichen hinter der Menschheitsgeschichte. Ihm zufolge stark war Wolodymyr der Große, der Großfürst von Kiew, tatsächlich. Das ist krass, Mann, hier sind Wörter und Namen, die ich noch nie gehört habe. Einer der römischen Kaiser. Wenn das so ist, bedeutet das, dass Jesus Christus im 15. Jahrhundert lebte. Deshalb wurde die Wahrheit vor uns verborgen, indem buchstäblich alle historischen Dokumente gefälscht wurden. Im Vergleich dazu wirken die Skandale im Vatikan wie kindische Possen. Boah, Digga, das ist krank, Mann. Vielleicht ist das Wichtigste bei der Aufdeckung historischer Ungenauigkeiten zu wissen, wann... Das war Koran, oder? Vielleicht ist das Wichtigste bei der Aufdeckung historischer Ungenauigkeiten zu wissen, wann man aufhören muss, um nicht noch mehr Chaos zu stiften. Wenn du auch der Meinung bist, teile es in den Kommentaren mit. Crazy, Digi. Crazy, 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 Bro. Das war eine wilde Dokumentation, meine lieben Freunde. War schon cool. War schon cool. Ich hab ein bisschen was anderes erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Habe ich ein bisschen was anderes erwartet, wenn es um die Geheimnisse des Vatikans geht. So. Ich habe gedacht, irgendwie, da kommen jetzt so paar, so wie das letzte Video, aber ist gut. Hat ein bisschen so eine andere Perspektive dargestellt. War ein cooles Video. Ich küsse euer Herz, YouTube. Gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben, wie immer. Liebe geht raus, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Peace.